Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit Vikami. Hallo. Hi. KSBG Staffel 5, Blutmond. Er ist kurz davor. Vicky ist kurz vorm Ausrasten. Sie dehydriert, sie hyperventiliert. Oh nein, oh nein, oh nein. Also die Schauspielerei, die müssen wir nochmal üben, Vicky. Guck mal, sieht das nicht Ja. toll aus? Da, der Sonnenuntergang. Er sieht echt cool aus. Schön. Da hinten so richtig dunkel und da. Ja, so richtig Weltuntergang und Ja. hier. So, da bin ich mal gespannt. Es donnert. Gleich geht's los. Und nicht so viel rumrennen. Nicht so viel Die Ausdauer Lampe. verbrauchen. Die Lampe flackert. Bei dir? Schade, sonst funktioniert das immer. Nur die eine Lampe hier, die flackert. Ein bisschen. Ich hätte das mal in irgendeiner Staffel gehabt, da bin ich gegen so eine Laterne gefahren, dann funktionierte die auf einmal richtig. Das geht los. Dort kommen sie schon. Die Verrückten. Wie komisch das aussieht, dass die auf einmal so spawnen. Oh nein, jetzt fängt es an zu ruckeln. Ehrlich? Ja, nee, gerade nur so einen kleinen Moment drin gehabt. Ach ja, Mensch, Kerl, nachladen. Ah ja, die spawnen noch. Kriegst du hier eigentlich hier XP? Ja. Also hier geteilte XP? Genau, kriege ich. Die gehen auf die Lampe drauf. Oh, ein gelber Sack. Aua, Vogel. Ja. Ach du Scheiße. Oh, Hunde. Oder ein Hund auf jeden Fall. Voll die Flasche ins Gesicht bekommen. Jetzt sind sie rein. Ein paar stehen zwar noch draußen, aber die sind eher reingerannt. Ja, ich nehme hier mal die Blöcke weg. Vorsicht, Vicky. Aber jetzt ruckelt es bei mir auch ein bisschen. So, ich mache die unten mal wach. Ach Mensch, Mädle, wackelt doch nicht so. Ach, verdammt. Das war zu weit. Der steht ja immer noch. Jetzt ist er tot. Du bist hungrig.
verdammte Scheiße. Ich dachte, das geht durch. Trink was, Vicky. Wie sich das anhört. Ich dachte, das geht hier durch. Irgendwie sehe ich keine mehr, aber die sind bestimmt irgendwo draußen. Die eine spielt dort gerade mit der Puppe. Ja. Unfassbar. Der böse Puppe, gib mir den Rock. Vicky, ich habe eine verrückte Idee. Du springst runter. Natürlich. Die ist flink. Ach, das ist dieser Klamottenladen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt schon gelootet haben. Ich habe den schon mal gelootet. Aber ja, natürlich nicht hier, aber. Sehr schön. Dann habe ich draußen 7 Kisten, glaube ich, aufgebaut und die ganzen Klamotten da reingeschmissen. Stimmt, ich erinnere mich, das hast du schon erwähnt gehabt, ja. Hm. Ach, da fein säuberlich aussortiert, die ganze Farbe rausgenommen und so. Kommst du noch irgendwo rein? Die hauen ja irgendwo gegen die Wände. Wow. Dieser Springer, hey. Ja, die sind nervig. Also die klopfen hier noch irgendwo außen gegen die Wand. Vicky, bist du jetzt ganz runter? Nö, bin hier hinten beim Hauptloot. Das ist so, das kann nie wahr sein. Ja, ich hab geguckt, ob hier vielleicht jemand ist. Ja, ob dort der Loot ist. Ja, dass der Loot hier ist, das weiß ich ja. Ich wollte nur mal gucken. Oh ne, 2.500. Ist das statt hier den Blutmond mit Zombies und so und ja, XP? Ne, was macht sie? Geht erstmal eine Runde shoppen. Ist ein Klamottenladen, was hast du denn erwartet? Ja, ich nehme das nächste Mal ein anderes Gebäude. Unter mir ist einer, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn. Die klopfen alle noch draußen gegen Wände. Jetzt haben sie irgendwas kaputt gemacht. Mhm.
Haben sie wieder irgendwo was kaputt gemacht? Schon wieder? Warum kommt die einfach nicht durch die Türe rein? Das ist eine gute Frage. Hm. Ah, dort sind sie. Ah ja, ich habe sie jetzt auch gesehen. Die waren ein Schmoren in der Hölle. Jetzt kommst du raus. Na, trotzdem klopfen. Ach, hier. Beim Hauptloot. Okay. Dort komme ich bestimmt nie hin. Klar, du kannst auch durchlaufen. Stimmt. Ich war hier oben noch nie. Oh, die sollen die Kisten nicht kaputt machen. Aber die schlagen immer noch irgendwo. Na, daneben. Ich habe so das Gefühl, dass ich so in der Nähe vom Eingangsbereich sind. Mhm. Also hier, direkt unter mir jetzt. Ja, genau da. Denke ich mir nämlich auch die ganze Zeit, weil das Geräusch von hier kommt. Ich meine, die spüren uns ja trotzdem, oder? Bei Blutmund ist das so, dass sind die genau auf dem Spieler fixiert. Die suchen bloß den Weg dorthin. Bist du runtergehüpft? Mhm. Hier ist eine Leiter. Das hört sich aber gar nicht mehr nach so viel an. Vicky, ich hab die Trische dabei. Tja, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann geht's mir immer noch gut. Die sind auf dem Klo. Die sind auf dem Klo. Die mussten halt mal. Die kommen, die wollen nicht durch die Wand durchbrechen. Ich sehe es ja aber nicht mehr. Können sie dann nicht aufs öffentliche Klo gehen? Aua, aua. Autsch. Ach, Vicky! Jetzt spawnst du im Wintergebiet. Ich bin rausgerannt.
Merken die, dass ich hier bin? Natürlich. Dann bringe ich mich ganz ruhig. Ich bewege mich einfach nicht. Du bist im Wintergebiet, ne? Ja. Vicky, Vicky, Vicky. Was ist denn 3,2 Kilometer? Ist das dein Ernst? Natürlich. Wie gesagt, ich bewege mich. Du hast Hoffnung, dass das funktioniert? Bis jetzt? Außer dass mir kalt ist, geht's mir gut. Wann ist denn die Nacht rum? Um 4 Uhr morgens, oder? Aber irgendwie kommen jetzt sowieso keine Zombies mehr. Und die Hordennacht ist auch bis 4 Uhr morgens, oder? Ja. Aber ich denke, laut der Game Stage haben wir jetzt alle kaputt gemacht. Ach, Vicky. Wie oft bist du eigentlich gestorben? Na, siehste. Einmal, ich dachte. Ja, warum? Am Anfang im Wintergebiet Katze. Mit gebrochenem Fuß konnte ich nicht mehr flüchten. Ich war ja auch überladen. Wie gesagt, ich bewege mich nicht. Statt oben zu bleiben und zu warten. Nee, was macht sie? Du bist auch runtergegangen. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Mach das. So, das heißt, dein Rucksack liegt hier immer noch hier draußen. Unten. Draußen. Da würde ich nämlich das Fahrrad nehmen. Also wieder einkassieren. Hier liegt dein Rucksack. Und bring dir Waffen und deine Ausrüstung mit. Dann fahren wir wieder Vicky abholen. Ja, so wie es sich gehört. Nee. Klar. So, wir haben 4 Uhr morgens. Warum hast du nicht einen Schlafsack gesetzt? Vorher. Warum? Warum hast du keine Schmerztablette genommen? Ich bin rausgerannt, da war da keiner. Und urplötzlich, als wären sie auf mich draufgesprungen. So. Mein Gott, es ist ja nichts passiert. Doch, ist es. Du bist gestorben. Das passiert. So, dann den restlichen Schnickschnack lasse ich dir mal drin. Wo steckst du denn da hinten? Muss ich jetzt ernsthaft zu dir fahren? Jetzt ist meine Ohren durstig. Und ich kann auf dem Fahrrad nichts trinken. Tja, lief ja wunderbar. Tja. So gehört sich's. Ich, ohne Kommentar. Aber mach dir keine Vorwürfe, Vicky. Ich bin's gewohnt, dass man nie auf mich hören kann. Was? Ich habe gesagt, oh je. Achso.
versuche hier gerade wegzurennen. Jetzt ist ja auch noch ein mega Graben. Sind ja nur noch 2,3 Kilometer. Fantastisch. So schlimm ist es noch gar nicht. Ach ja. Yeah. Noch alles im grünen Bereich. Ja, ja, ist alles noch, alles noch. Alles easy. Toll, neben der Zombie-Braut hat die keine Ausdauer mehr. Super. Ich bin auf riesenhohen Berg jetzt. Wüste? Nee. Nee, nee, Schneegebiet. Und jetzt kommt gleich noch eine Katze dazu. Nee, ja, ich habe schon drei Stück gesehen. Das ist ein bisschen Kojote. Das Fleisch gleich mal mitnehmen. Wo ist mein Messer? Ja. Problem ist, es schneit extrem und ich sehe gerade etwas. Miki, ich komme doch schon. Oh nein, Katze. Mika, wie ist gestorben? Ich hatte volle Ausdauer eigentlich. Müsste es funktionieren, oder? Eine Katze ist schneller. Aber ich glaube, die hat keine Ahnung. Ein am Kampfbrett. Ich bin überladen. Oh, jawohl. Wenn ich nichts hab, aber eine 6er Donnerbüchse habe ich gefunden. Oh, yeah. Ich frag mich, wie er das macht mit diesem überkrassen Loot. Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade eine gekriegt und fertig. Ich habe eine Kiste reingekriegt. Das will einfach nicht in meinen Kopf hinein. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, weil ich ins eiskalte Wasser gesprungen bin. Oh. Das sollte ich auch mal machen, ha? Huh?
Hast du den Händler und die Base gleich auf der Karte markiert? Gar nichts. Aber es war der richtige Händler, oder? Der, die du dann angezeigt hast. Das war der richtige. Ich hab's ja dann auch abgeschlossen. Toll. Zumal hat er auch noch so viele Lootsäcke waren, aber nee, ich muss ja unbedingt die Wiki holen. Bist du oben auf dem Gipfel oder? Ich lauf um den Fluss drumherum. Wäre sonst blöd, da drunter zu machen, weil ich auf der anderen Seite auch nochmal durchs Wasser muss. Also lauf mal bitte links am Wasser entlang. Von dir aus gesehen. Ich laufe mittendrin durch. Nee, lauf mal links, weil es muss wieder hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch. Das ist doch doof. Kein blassen Schimmer. Ich habe noch eine Katze bei mir. Und da ist der Fluss. Ja, lauf links daran vorbei. Ne, wo links ist das Space, ja, oder? Nee. Gut. Du mich schon? Nee. Ich hatte gerade eine Tanne vor mir. Da hinten ist ein Puma oder so. Ja, jetzt nimm hier dein Radar, schätze ich hier. Das war auch halt. Hast du meinen kompletten Rucksack genommen? Nein. Nur ein Stück davon. Aber ich habe da gerade was gesehen, was ich ganz gerne mitnehmen möchte. Dieses Ding, was du da mal erzählt hast. Da ist es doch schon, oder? Ne, das ist es noch nicht. Ich hab Schaufel. Mensch, jetzt gib mir doch mal die Schaufel. Also. 984 hier tun's. So, können wir jetzt nach Hause? Ja. Wirklich? Ja. Mit dem Fahrrad? Dann wirst du auf den Berg nie weit kommen. Nee, da stirbt mir einfach so die Wiki beim Blutmond weg. Ja, kommt vor, was will man machen? Ich wollte den auch mal hauen. Achso. Ja, ich tue dir keinen Zwang an, ne? Du kannst ja nochmal hingehen, kannst ja nochmal in reintreten. Ja, aber dein Rucksack müsste ja auch noch dort liegen, ne? Müsste der auf dem Kompass angezeigt werden. Ja, zeigt er mir.
Da ist gerade ein Zombie vom Berggipfel abgestürzt. Hat sie überlebt. Oh, Fetti. Der ist runtergekullert. Ein Vogel hinter dir. Ach, das geht schon. Sind wir jetzt so spaßig, aber dürfen wir bestimmt das gleich nochmal machen. Biggie, dein Fahrrad fährt ins Wasser. Ja, ich hab's gerade gesehen. Kullert's einfach weg. Meine Kutze hat schon wieder Durst. Und das jetzt dann gleich mal bitte einen Schlafsack zu unseren Schlafsäcken. Klar, mach ich doch. Sonst läufst du das nächste Mal. Da gibt's Käfrau-Bonus. Gibt's auch so nicht. Werde ich nicht abgeholt? Ne. Mit dem Taxi oder so? Ne. Kannst du Raumschiff Enterprise anrufen. Oh, ganz viele Eier schon. Die kannst du alle oberhalb vom Lagerfeuer mit reinhauen, da wo es Essen ist. So, hier haben die meisten ihre Schlafsäcke. Steckst du denn schon wieder? Ich wollte zu meinem Rucksack fahren. Ach so, da war ja noch was. Und das Fahrrad bitte dann in die Werkbank reinhauen. Was, soll ich meinen Rucksack zu Fuß abholen? Ja, klar. Haben die das Fahrrad gebastelt oder gekauft? Teilweise gebaut und teilweise gefunden. Gefunden? No. Also die Teile, also die Rahmen, waren zwei Rahmen, ich glaube. Hat er so einen Absenklatscher gefunden? Hast du deinen Rucksack jetzt geholt? Nee. Warum nee? Wo soll ich das Fahrrad reinlegen? Werkbank. Ich dachte, du willst einen Rucksack holen. Ja, den hole ich jetzt zu Fuß. Wieso fährst du nicht mehr Fahrrad? Ich gehe spazieren. Vicky, du machst mich Schucke im Kopf. Nein. So, gut, liebe Zuschauer, da war es das auch schon wieder an dieser Stelle. Ist schon wieder überfällig. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Liken, abonnieren, würde ich mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.